Dem VfB Lübeck geht's aktuell richtig schlecht. Die haben seit 7 Spielen nicht mehr gewonnen und stehen auf Platz 19 der dritten Liga und das mit 7 Punkten Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Die Stimmung im Verein ist dementsprechend richtig schlecht. Es wurden schon zwei Trainer gewechselt, beziehungsweise es wurde einmal der Trainer gewechselt und der aktuelle Trainer Schnorrenberg ist bei den Fans so gar nicht beliebt. Im letzten Heimspiel wurde sogar ein Plakat aufgehängt, in dem dem guten Herrn Schnorrenberg nahegelegt wurde, den Verein doch schnellstmöglich zu verlassen, um es mal so zu sagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss daran, ich muss den VfB Lübeck versuchen zu retten. Er sieht wirklich überhaupt nicht gut aus. Ja, und wie gesagt, ich setze mich jetzt hier im Football Manager hin, versuche die Mannschaft, die absolut demoralisiert ist, von Verletzungen geplagt ist und eigentlich keine Hoffnung mehr hat, wieder aufzubauen, wieder zu einem Verein zu machen oder wieder zu einer Mannschaft zu machen, die es hinkriegen kann, diese Saison noch versöhnlich abzuschließen und die Klasse noch irgendwie zu halten. Ob das klappen wird, das schauen wir uns an. Das hier wird eine relativ kurze Serie. Wir werden bis zum Saisonende spielen, den VfB retten. Wir haben natürlich die realen Ergebnisse hier wieder in den FM geladen. Für alle, die wissen wollen, wie das Ganze funktioniert, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Könnt euch selbst angucken und runterladen. Und damit starten wir mal rein. Aber nicht bevor ich euch gesagt habe, dass wir hier unter diesem Video wieder zwei Versionen des Football Manager 2024 verlosen. Um an der Verlosung mit teilzunehmen, müsst ihr einfach nur Abonnent sein, am besten das Video liken und dann kommentieren, zum einen, ob ihr glaubt, dass ich das schaffe, den VfB zu retten und mit welchem Verein ihr euren ersten Safe starten würdet. Dann seid ihr auch schon dabei. Das Ganze lose ich dann auf dem Community-Tab aus in den nächsten Tagen. Also haltet da die Augen offen. Jetzt starten wir rein. Auf geht's. Also, das Erste, was wir mal machen, ist uns den Kader des VfB Lübeck anzuschauen. Das hier sind die Herren. Die Moral des Kaders ist natürlich, das sieht man hier, die ist ziemlich schlecht. Und ich habe das Ganze mal nach Fähigkeit sortiert und da sehen wir schon das erste Problem. Beziehungsweise, wir sehen es nicht, aber es gibt ein Problem. Und zwar ist Hanno Behrens eigentlich der beste Spieler des Vereins. Das Problem ist nur, in der Realität ist Hanno Behrens schon seit Saisonbeginn krank quasi und kann deswegen nicht spielen. Und deswegen werde ich auch hier in diesem Save darauf verzichten, Hanno Behrens einzusetzen. Das gilt auch für ein paar andere Spieler, die eigentlich relativ gut sind. Zum Beispiel Felix Drinkhut, der hat sich was am Meniskus getan, ist ein äußerer Mittelfeldspieler, beziehungsweise ein Stürmer. Auch ein Yannick Sternberg ist aktuell verletzt. Ich weiß nicht, ob der jetzt im nächsten Spiel spielen kann. Da werde ich mich nochmal schlau machen. Und sonst gibt es auch ein paar Spieler, die eben nicht fit sind. Das macht das hier alles nicht wirklich einfacher. Ich glaube, auch Aaron Herzog ist aktuell verletzt. Aber wie gesagt, das schaue ich mir gleich nochmal an, wenn ich dann die Taktik baue. Das hier sind die Spiele, die wir noch haben, um den Abstieg irgendwie zu verhindern. Das nächste Spiel ist am 9.3., also in 5 Tagen schon. Ich habe keine Zeit, mich irgendwie einzugewöhnen. Es geht direkt los am 9.3. gegen die zweite vom SC Freiburg. Die sind 20. Das ist also eigentlich ein Must-Win-Spiel. Dieses Spiel dürfen wir nicht verlieren. Dann geht es gegen den Tabellenführer aus Regensburg. Dann geht es gegen Viktoria Köln. Die sind Tabellen 13. Ja, normalerweise müssen wir hier aus diesen Spielen mindestens 4 Punkte holen. Eigentlich sogar 6. Müssen eigentlich die beiden Auswärtsspiele gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Wobei, wir haben ja auch noch 10 Spiele insgesamt. Deswegen, wenn wir gegen Regensburg verlieren, gegen Viktoria Köln einen Punkt holen, wäre es okay. Aber in Freiburg müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Dann kommen in der nächsten Episode Verl, Unterhaching und Dortmund, Bielefeld, Duisburg und Ingolstadt und dann noch Rot-Weiß Essen zum Schluss haben wir dann in der letzten Folge. Wie genau wir das aufteilen über die Folgen, weiß ich noch nicht, aber so ist der Spielplan. Also Bielefeld müssen wir definitiv schlagen, Freiburg müssen wir unbedingt schlagen, Verl sollten wir schlagen, Duisburg als 18. auf jeden Fall auch und auch auswärts in Ingolstadt sollten wir vielleicht einen Punkt holen. Am besten die Heimspiele gewinnen in den Auswärtsspielen. Keine Ahnung, wir müssen einfach irgendwie Punkte holen, wir müssen die Mannschaft befrieden, wir müssen wieder eine Einheit mit den Fans werden und das geht nur über Siege. So einfach ist es, deswegen lass uns mal eine Taktik bauen. Nee, machen wir nicht. Zuerst müssen wir uns nochmal der Mannschaft vorstellen und hier sehen wir schon das größte Problem des Ganzen und das ist etwas, was uns hier zum Verhängnis werden könnte und zwar ist sowohl das Teambuilding, also der Zusammenhalt unter den Spielern und die Vereinsatmosphäre sehr, sehr, sehr schlecht. Das liegt zum einen natürlich an der schlechten Form, auch sonst. Also wir haben zwar eine Kerngruppe, aber die scheinen sich irgendwie alle nicht so wirklich gut zu verstehen. Außerdem, gut, ich bin den Spielern erstmal egal, das ist gut, also nur ein Spieler stellt sich gegen mich und das ist Sören Reddemann. Das ist aber in Ordnung. Der Junge heißt doch Sören, ne? Ja, der heißt Sören. Der ist gegen mich, aber der ist eh nur ein sonstiger Spieler. Insofern passt das schon. Die Führungsspieler hassen mich zumindest schon mal nicht, was positiv ist. Kennen wir aus anderen Saves auch anders. Und jetzt müssen wir uns erstmal hier mit der Mannschaft vertraut machen. Ja. Beziehungsweise wir müssen, glaube ich, erstmal mit dem Vorstand reden. Lass uns das mal machen. Der Vorstand möchte gerne, dass wir Mittelfeld der dritten Liga abschließen. Ich glaube, das ist nicht wirklich realistisch. Ja, wollen sie trotzdem. Also ich glaube aber, dass sie uns nicht anhand dessen beurteilen werden. Beziehungsweise rausschmeißen werden sie uns trotzdem so oder so nicht. Also denke ich einfach mal. Einige Verträge laufen aus. Boah. Da laufen fast alle Verträge aus, wie es aussieht. Das heißt, also wenn
Junge, 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 wenn die nicht die Klasse halten, dann fangen wir komplett von vorne an. Problematisch, problematisch. Wenn ich das sehe, kriege ich schon fast Bock, einen längeren Save mit denen zu spielen. Das sieht richtig schlecht aus. Naja, wir werden alles geben, versuchen die Klasse zu halten, damit mit den Jungs zu verlängern. Vielleicht, ja, mal schauen. Also das erstmal Klasse halten, dann alles andere. Und jetzt erstmal Moin sagen. Moin, ich bin der neue Trainer und beantworte gerne die Fragen, die ihr habt. Die Jungs sind erstmal ist die Stimmung im Meeting leicht positiv. Die sind wahrscheinlich froh, dass Schnorrenberg weg ist. Keine Ahnung, ich kenne den Mann nicht. Weiß ich nicht. Ich hoffe, wir können unter ihrer Leistung Großes erreichen. Das hoffe ich auch. Ich möchte gerne über unsere Ziele in der dritten Liga für den Rest der Saison sprechen. Ist halt die Frage, was ich jetzt sage. Ne? Also der Vorstand sagt ja, wir wollen Mittelfeldplatz erreichen, aber das ist ja komplett unrealistisch. Was soll ich sagen, dass wir die Klasse halten wollen? Weil das ist ja eigentlich das Ziel, ne? Aber ich weiß nicht, ob es unrealistisch ist. Ich sag das mal. Ja, die Jungs sagen auch, das ist sehr optimistisch. Wir sind viel besser als so. Das ist ja sehr optimistisch. Wir sind viel besser als mit dem Abstiegskampf zufrieden zu geben. Okay. Naja, ich bin nach wie vor nicht der Meinung, dass sie ehrgeizig genug sind. Also Hanno Behrens sieht das anders. Der sagt, wir sollen uns höhere Ziele stecken. Okay. Okay, das war's. Über mehr möchte ich nicht sprechen. Alles klar, Jungs. Dann ab ins Training. Perfekt, perfekt. Immerhin hassen mich jetzt nicht noch mehr Spieler. Das passt schon, das passt schon. Also ja, das war doch etwas kompliziert. Das haben wir aber erstmal hinter uns gebracht. Jetzt können wir uns an die Arbeit machen und ja, das tun, was ein Fußballtrainer so macht. Und das ist erstmal die Taktik erstellen und schauen, ja, wie wir diesen Haufen irgendwie zu einer Mannschaft machen, die konkurrenzfähig ist. Ich bin gespannt, ob das überhaupt möglich ist. Also, dann lass uns mal einen taktischen Stil erstellen. Unser Co-Trainer sagt, Beton anrühren würde schon mal passen, aber ich glaube, das machen wir lieber nicht. Schnelles Umschalten, vertikales Passspiel. Ist das vielleicht eine Idee für den VfB? Ich weiß, dass es einige schnelle Spieler gibt, wie zum Beispiel Dauda Belemé im Sturm oder auch Robin Velasco zum Beispiel auf Außen, der auch nicht ganz langsam ist. Wir können auch Gegenpressing spielen. Sofortige Rückeroberung des Balles, hochintensives Laufspiel. Ich weiß nicht, inwiefern die Mannschaft dafür gemacht ist. Langer Hafer, das wäre aber ein bisschen krass, oder? Also ich möchte nicht mit langem Hafer aufsteigen. Beziehungsweise, also ist mir eigentlich völlig egal, wie ich nicht absteige, aber langer Hafer glaube ich nicht, dass es funktioniert. Deswegen lass uns vielleicht einfach mal versuchen, so intensiv wie möglich zu spielen, den Kampf anzunehmen im Abstieg Kampf und wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir es wenigstens versucht, hoch anlaufen, aggressiv, dem Gegner keinen Zentimeter Raum geben. Ich weiß nicht, inwiefern das gut funktioniert, weil ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau weiß, wie gut die Mannschaft darauf ausgelegt ist. Belemé ist nicht registriert, dann lass uns das doch eben nochmal kurz machen. So, damit darf Dauda Belemé auch spielen. Ich denke, dass der Junge auf jeden Fall gesetzt sein wird. Der ist ausgeliehen vom HSV, der hat in der Regionalliga für den HSV mal sehr, sehr, sehr gute Saisons gespielt. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er bei uns mal die Chance kriegt. Mit uns meine ich den HSV. Ich bin HSV-Fan, aber ja, ich bin froh, dass er jetzt zumindest beim VfB Lübeck spielt und da hoffentlich mithelfen kann, die Klasse zu halten. Schneller Spieler, ganz guter Abschluss, gutes Dribbling, auf jeden Fall gesetzt da vorne im Sturm. Und dann haben wir noch einen Spieler mit, also dann können wir uns überlegen, ob wir vielleicht mit Cyril Akono zum Beispiel spielen. Der ist 1,91 Meter groß. Und dann hätten wir noch ihn hier, der spielt jetzt hier aktuell nur in der zweiten Mannschaft, Mats Facklam. Das ist ein 1,98 Meter großer Spieler mit guter Kopfballtechnik. Den ziehe ich, glaube ich, mal hoch erstmal. Der hat mir eigentlich immer, also ich weiß nicht wirklich oft beim VfB dieses Jahr, vielleicht 2-3 Mal, aber Facklam fand ich immer ganz, ganz okay. Kastenhofer ziehen wir auch mal hoch in die erste Mannschaft. Gustavo Melo sieht nicht so gut aus, deswegen lassen wir den einfach mal in der zweiten. Und ansonsten sehe ich hier jetzt erstmal auch niemanden, den man unbedingt hochziehen müsste. Kevin Fuchs in der zweiten, beziehungsweise in der U19, 17-jähriger Spieler, vielleicht ein bisschen Talent, aber darauf kommt sie halt nicht an, deswegen lassen wir den mal einfach da, wo er ist. Und dann könnte man sich das für den Sturm vielleicht so überlegen, dass man mit Dauda Belemé einen schnellen Spieler hat und mit Mats Facklam dann jemanden, der groß ist und die Bälle vielleicht ablegt. Auch einen ganz guten Wert ohne Ball, gute Nervenstärke und so, ganz guten Abschluss. Ich glaube, der könnte eigentlich ein ganz guter Drittligaspieler sein. Kräftig. Er ist jetzt nicht der Schnellste. Ist vielleicht, wenn wir Gegenpressing spielen, nicht unbedingt perfekt. Aber am taktischen Stil können wir ja noch was ändern. Deswegen würde ich würde erstmal sagen, Facklam spielt mal einen Zielspieler. Vielleicht sogar auf Angreifen neben Belemé. Also er bekommt die langen Bälle. Jetzt spielen wir irgendwie doch lange Hafer, aber Facklam bekommt dann die langen Bälle, legt sie auf Belemé und der knallt sie rein. So, Spielplan Nummer 1. Auf dem linken Flügel sehe ich auf jeden Fall Robin Velasco, weil er schnell ist einfach nur. Dribbling 8 finde ich ein bisschen hart, also ich würde schon sagen, dass er besser ist als Dribbling 8, aber dennoch werden wir den auf jeden Fall aufstellen und dann hätten wir noch einen Jan-Marc Schneider, der hat früher mal bei St. Pauli gespielt, eine ganze Weile, dann zu Regensburg gegangen und dann ein bisschen Griechenland, Zwickau und jetzt eben VfB Lübeck. Das wäre noch ein Stürmer, ne? Das wäre noch ein Stürmer oder halt so ein inverser Außenstürmer oder sowas, also dass man den, wir können es auch so machen, dass wir Velasco auf rechts spielen lassen, inverser Flügel.
Flügelspieler. Ja, der hat auch einen linken Fuß, oder? Ja, Robin Velasco ist ein starker Linksfuß. Dann lassen wir den nochmal invers auf links spielen, also nach innen ziehender Flügelspieler. Und auf der linken Seite könnten wir dann mit Jan-Marc Schneider vielleicht als inversen Außenstürmer spielen. Wir hätten dann auch noch einen Spieler wie Farona Pulido, der auch einigermaßen interessant ist. Muss ich mir nochmal überlegen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich stelle meine Mannschaft auf und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Okay, es ist echt schwierig, weil sich auch viele Spieler verletzt haben, die ich jetzt zum Großteil einfach mal in die zweite Mannschaft geschoben habe. Und auch jemand wie zum Beispiel Yannick Sternberg, der hat sich gerade verletzt in der Realität und deswegen werde ich auch den nicht einsetzen, zumindest in den nächsten 3 Wochen. So lange fällt er wohl wahrscheinlich aus. Deswegen haben wir irgendwie keinen Linksverteidiger so wirklich und Sören Redemann muss das einfach machen. Der ist eigentlich ein Innenverteidiger und ja, kann halt auch links spielen und muss das jetzt eben machen. Also ich glaube, das wäre jetzt so erstmal die Mannschaft, wie ich sie aufstellen würde. Ist halt super schwierig, alles in allem. Farona Pulido zum Beispiel sitzt jetzt erstmal auf der Bank, auch Tommy Gruppe sitzt auf der Bank. Ich glaube, das ist der Kapitän, oder? Tommy Gruppe? Und wer war der Kapitän? Ja genau, Tommy Gruppe ist Kapitän. Lass uns den auch mal kurz anschauen. Ja, muss meinetwegen nicht unbedingt spielen. Yannick Löden finde ich interessant, weil der 2 Meter groß ist, Sprunghöhe 20, Kraft 17, Kopfballtechnik 16. Der muss auf jeden Fall spielen. Ich werde gleich auch nochmal die Standards einstellen und da Yannick Löden auf den ersten Pfosten stellen und der wird uns hoffentlich dann ein paar Standardtore machen. Das könnte ein Erfolgsrezept werden. Eigene Ecken. Ja, Robin Velasco auf rechts, wir haben Jan-Marc Schneider auf links, Doppelspitze, Belémé, Faklam, Mirko Boland und Ulrich Taffertshofer auf der Achterposition. Boland ist eigentlich unser bester Fußballer an sich. Hat ja auch lange bei Eintracht Braunschweig gespielt. Mirko Boland, Fußballgott, wurde er da nur genannt. Ich hoffe, das kriegt er hier dann auch noch hin. Ist jetzt aber auch schon mittlerweile im vierten Jahr beim VfB. 2 Jahre Regionalliga gespielt und jetzt dann eben nochmal dritte Liga. 35 Jahre ist der Mann schon alt. Ja, Cyril Akunu nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich nehme definitiv einen zweiten Keeper mit. Nehmen wir einen jungen Keeper Yannick Stein mit, der geliehen ist von Union Berlin. Farona Pulido kommt auf jeden Fall mit. Pascal Breyer ist, glaube ich, ich hoffe mal, nicht verletzt. Nee, Pascal Breyer kann wohl spielen, dann macht er das auch. Und ansonsten, ja, Mathis Dau bekommt nochmal mit. Hauptmann, so, und das wäre dann so ungefähr die Mannschaft, die ich mitnehmen würde zum Spiel gegen die zweite von Freiburg. Ja, es ist wirklich mega schwierig, ne? Es ist wirklich mega schwierig, mit diesem Kader irgendwas hinzukriegen. Immerhin haben wir einige Spieler schon so weit, dass sie nicht mehr miserable Moral haben. Schauen wir mal, wie das nach dem Spiel gegen Freiburg 2 ist. Was halt komplett problematisch ist, ist die taktische Vertrautheit, die halt also in fast jedem Bereich mangelhaft ist. Ich glaube, das Erste, was ich mal mache jetzt hier in der Woche, wir trainieren auf jeden Fall nicht verteidigen. Wir trainieren Taktik, 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 Trainingsspiel, Taktik, Taktik und Taktik. 2x defensiv, 2x offensiv. Ist jetzt zwar nicht das intensivste Training, wir haben 2x defensive Trainingseinheit noch mit drin. Weil lass uns hier einfach mal eine allgemeine Trainingseinheit reinhauen. Oder meinetwegen nochmal Taktik. Was soll's? Komm, Taktik rein. Dann haben wir jetzt eine sehr taktiklastige Trainingswoche. Hier können wir dann allgemeines Training noch mit einschieben. Und dann hoffentlich verletzt sich keiner zum Spiel gegen den SC Freiburg. Vielleicht wollen wir dann hier auch nochmal Teamgeist machen, dass die Jungs nochmal ein bisschen besser verstehen. Nochmal einen Saufabend nach dem hoffentlich Auswärtssieg in Freiburg. Und dann gehen wir mal in Richtung erstes Spiel mit dem VfB Lübeck. Auf geht's. Ja, jetzt haben wir hier ein paar Spieler, die sich beschweren, dass sie zum VfB Lübeck 2 versetzt wurden. Ist zwar ein bisschen blöd, aber ich werde die Unzufriedenheiten gleich mal wieder entfernen. Das kann ich hier ganz einfach mit dem Ingame-Editor machen. Sehe ich jetzt nicht als Cheaten an, weil wir die ja nur deswegen nicht einsetzen, weil sie in der Realität verletzt sind. Deswegen ist es schon okay, dass die zweite Mannschaft spielen. So, wir müssen uns nochmal einen Kapitän aussuchen. Und komm, wisst ihr was? Tommy Gruppes macht irgendwie keinen Sinn. Wir nehmen auf jeden Fall Mirko Boland und als zweiter Kapitän, das macht dann Yannick Löden. Machen wir so. Boland und Löden finde ich gut. Boland wird immer spielen bei mir und Yannick Löden wird auch immer spielen bei mir. Insofern ist das genau das Duo, was wir da brauchen. Also Meeting brauchen wir hier erstmal nicht. Standardsituation, genau, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das machen wir jetzt direkt mal. Wir machen mal gemischt. Wir decken nur den kurzen Pfosten. Wir werden versuchen zu kontern. Unsere Ecken schlagen wir auf den kurzen Pfosten. Hier stehen wir ausgewogen. Immer zum Tor hin. Mit Ecken zum Tor hin hat man statistisch gesehen die beste Chance, ein Tor zu schießen. Und dann lass uns einfach mal ein paar Standards einstellen. Also hier sehen wir schon mal unsere besten Kopfballspieler. Da haben wir Yannick Löden, da haben wir Mats Faklam, die auch beide spielen werden. Und die werden auch beide am kurzen Pfosten stehen. Yannick Löden wird über den kurzen Pfosten angreifen. Mats Faklam steht am kurzen Pfosten. Und Jan-Marc Schneider schlägt die Ecken halt genau dahin. Dann haben wir noch einen Spieler, der am langen Pfosten lauert und einer, der mit nach vorne geht. 2 lauern außerhalb des Strafraums, finde ich genau richtig so. Und dann können wir 3 hinten lassen. Das machen wir sowohl links als auch rechts so. Dann lass uns mal schauen, ob wir vielleicht jemanden haben, der gute Einwürfe kann. Das wäre auch relativ interessant, wenn man
einfach mal einen weiten Einwurf machen. Da haben wir halt Jannik Sternberg, der leider noch verletzt ist. Aber Mirko Boland kann halt auch das, ne? Wollen wir das einfach mal versuchen, dass Mirko Boland den Ball lang reinschmeißt? Lass uns das mal versuchen. Und wenn Sternberg dann in drei Spielen wieder da ist, der kann das ja wirklich gut, dann macht der das halt. Finde ich in Ordnung. Ansonsten passt das, glaube ich, soweit. Ja, und ich glaube, wir können damit ins erste Spiel gehen. Let's go. So, jetzt haben wir hier nochmal einen kleinen Termin mit der Presse. Till Meier fragt, Tommy Gruppe hat das Kapitänsamt beim VfB Lübeck Berichten zufolge aus Gründen abgeben müssen, die Atmosphäre unter den Spielern betreffen. Können Sie das vielleicht genauer ausführen? Lass uns mal mit dem Sportbuzzer reden. Es ist keine Geringschätzung von Tommy oder sonst jemandem. Er weiß, wie es läuft. Es geht um das Team als Ganzes. So ist es nämlich. 100%. Schauen wir mal, ob es irgendwelche... Es gibt keine Reaktion darauf, weder aus der eigenen Mannschaft noch sonst. So, den Strafenkatalog, den segnen wir mal so ab. Das passt schon. Und dann geht es eben gleich in das erste Spiel gegen Freiburg 2. Und jetzt haben wir hier einige Nachrichten über Spieler, die noch nicht wissen, ob sie ihren Vertrag verlängern wollen. Die wollen das jetzt noch nicht entscheiden. Ich denke mal, die Spieler, die jetzt hier zu mir kommen, die werden das alle vom Nichtabstieg oder eben vom Abstieg abhängig machen. Jannik Löden, Daube, Egerer, Kirschke, die alle werden wahrscheinlich wechseln dann oder ablösefrei gehen, wenn wir absteigen. Also, ich debütiere jetzt als Trainer im Spiel gegen Freiburg 2. Das ist ein absoluter Pflichtsieg. Florian Kirschke holt sich erstmal eine Lebensmittelvergiftung. Perfekt, vielleicht müssen wir mal den Koch feuern. Das geht ja auch nicht. Jetzt haben wir hier das erste Spiel des Spieltags. Dynamo Dresden gegen 1860. Ist erstmal egal. 0-0. Okay. Dresden holt da nichts. Alright. Es ist Samstag. Damit ist es Spieltag. Wir fahren nach Freiburg. Ich bin echt gespannt. Übrigens, natürlich haben wir hier auch in der Bundesliga und in der zweiten Liga die realen Ergebnisse. Der HSV hat hier gerade gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Sehr schön. Sehr schön. Ist damit vorbei an Kiel erstmal. Nice. Aber Kiel führt gegen Karlsruhe. Naja, okay. Das ist nicht Thema dieses Videos. Hier geht es nur um den VfB Lübeck. Also wenn ich mir diese taktische Vertrautheit angucke, dann kriege ich Schmerzen. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal rein und versuchen, irgendwie zu gewinnen. Einfach irgendwie gewinnen. Bellemé und Fackelang im Sturm. Die Jungs machen das schon irgendwie. Auf geht's, VfB. Rückennummern mache ich einfach mal automatisch. Komm. Dauder Bellemé, die 16. Ja, meinetwegen. Passt schon. Sorry an diejenigen, denen Rückennummern wichtig sind. Jetzt gehen wir rein in mein erstes Spiel als VfB Lübeck-Trainer in Freiburg. Das ist die Mannschaft des SC Freiburg. Ich kenne genau. Jordi Makengo spielt. Das ist ein bisschen unfair. Der spielt in der Realität Bundesliga. Aber so ist es eben mit diesen zweiten Mannschaften. Da sind wir in Freiburg. Im Schwarzwaldstadion hier tatsächlich. Viele Fans sind nicht gekommen. Aber das ist irgendwie auch logisch. Da kommen die Jungs. Rein geht's. Also, Freiburg hat angestoßen. Und ich bin sehr gespannt, wie unser Pressing funktioniert zum einen. Und ich bin auch sehr gespannt, ob wir über unser 4-2-4 nicht vielleicht etwas zu offensiv stehen. Ich muss erstmal die Spielgeschwindigkeit ein wenig erhöhen. Und jetzt gibt es hier scheinbar schon die erste Ecke für den SC Freiburg nach 36 Sekunden. Das wäre natürlich ein richtig cooler Beginn für mich als neuer Chefcoach. Ecke kommt. Löden ist da und klärt. Sehr gut. Direkt die nächste Ecke hinterher. In der ersten Minute. Perfekter Start. Fana bringt ihn rein. Und Fackelang klärt dieses Mal wundervoll. Jan-Marc Schneider hat den und damit gehen wir weiter. Und da ist die erste Ecke für uns. Da stehen sie, Löden und Fackelang. Fackelang am kurzen Pfosten. Schneider bringt ihn rein. Da ist Mats Fackelang. Erste gute Möglichkeit, fünfte Minute. Wir sind da. Sehr gut. Müssen natürlich auch schauen, wie die anderen da unten spielen. Also wir müssen hoffen, dass zum Beispiel Arminia Bielefeld nicht gewinnt oder auch der MSV Duisburg. Ecke. Ambros, wir klären erstmal. Johannesson, Fackelam ist da. Schneider klärt. Sehr gut. Robin Velasco nimmt den Ball an und spielt ihn ins Aus. Sicher ist sicher. Und Einwurf für den SC Freiburg. Johannesson auf Ambros. Wir stehen jetzt hier relativ tief. Johannesson, viel Platz auf den Flügeln für Johannesson. Flanke kommt. Besio, Jihan. Und dabei segelt über das Tor. Da hätte Klevin keine Chance gehabt. Guck mal hier, Jordi mit Makengo, der ist richtig gut. Also, warte mal, der spielt auf rechts, glaube ich, ne? Ne, auf links? Oh, schöner langer Ball, Bellemé. Kommt nicht dran, Jan-Marc Schneider. Zieht ins Zentrum, Schneider legt ihn quer, Makengo gegen Velasco, 1-0 VfB. Und da ist er, Jordi Makengo, quasi mit der Vorlage. Da schießt hier Velasco an und wir führen mit 1-0 in Freiburg. 14. Minute. Auf geht's, VfB.
Schönes langes Ding von Taffertshofer auf Jan-Marc Schneider. Ja, der verdattelt sich da so ein bisschen. Aber was Jordi Makengo da macht, das weiß auch nur er selbst. Da sieht man, warum der Mann eben nicht Bundesliga spielt, sondern zweite Mannschaft in der dritten Liga. Und wir führen hier mit 1-0. Sehr, sehr gut. Robin Velasco ist direkt da. Und das ist auch gut zu sehen. Ne? Wir gehen direkt aggressiv drauf, laufen die Freiburger hoch an. Mirko Boland jetzt auf Taffertshofer. Janik Löden. Oh, Taffertshofer mit dem Fehlpass. Besio. Und jetzt geht's schnell. Ambros. Das darf uns dann nicht passieren. Jetzt sind wir zum Glück wieder zurück. Jehan auf links. Geht Richtung Grundlinie. Rüdlin auf Fahner. Und Redemann blockiert. Eckball. Die Ecke wird reingebracht von Fahner wieder. Fahner auf dem kurzen Pfosten. Taffertshofer ist da, klärt. Bellemé verlängert. Sehr schön. Gefahr gebannt. Also, Freiburg hat hier ein bisschen mehr Abschlüsse, mehr Ballbesitz. Aber ist mir völlig egal. Braun-Schumacher, Rüdlin. Jehan, der Ball kommt nicht an. Und Leon Sommer spielt den Zug auf Klevin, Redemann. Oh, was für ein... Oh mein Gott. Puh. Klevin hält. Jungs. Ich gehe mal runter auf ausgewogen, glaube ich. Lobe ich die Jungs mal? Nee, ich lasse es. Braun, Schumacher, Johansson, Ambros. Wieder Braun, Schumacher, wieder Johansson. Links hat Müller viel Platz. Immer noch Müller. Oh mein Gott, nächste Riesenchance für Freiburg. Aber wenn man sich hier mal die Tabelle anguckt, es wären nur noch 5 Punkte Abstand bis Halle. Bielefeld scheint leider zu führen. Ist ein bisschen blöd. Jetzt haben wir mittlerweile 35 Minuten gespielt. Es steht immer noch 1-0 für uns. Aber Freiburg kommt über Ambros. Rüdlin, Lungwitz. Guter Ball auf Ambros. Rüdlin wieder. Braun Schumacher aus der Entfernung. Dabei geht aber ein ganzes Stück vorbei. Und wieder kommt Freiburg über Ambros. Und wieder Lungwitz. Jordi Makengo, der hier Innenverteidigung. Also Makengo in der Innenverteidigung ist auch relativ wild. Besio. Auf Johansson. Ich glaube, wir müssen die Flügel ein bisschen stärker verteidigen. Jetzt geht es vielleicht mal schnell über Faklam. Der aber nicht wirklich weiß, was er mit dem Ball anfangen soll. Jetzt holt er ihn sich zurück. Ball prallt zum Gegner. Geiles Fußballspiel. Ball prallt nur hin und her. Fahner jetzt. Johansson. Flanke kommt. Und wir klären den Ball sehr gut. Velasco, oh, was sind das für Fehler? Es ist unfassbar, was wir da hinten für Fehler machen. Und es ist auch unfassbar, dass Freiburg die nicht ausnutzt. Die sind nicht umsonst Letzter hier, glaube ich. Also, dass es hier so schwierig ist, stimmt mich schon mal ein bisschen, nachdenklich. Eigentlich sollten wir die doch... Es gibt Elfmeter für uns. Es gibt Elfmeter für uns. Velasco wird gefoult. Das ist hier kein gutes Fußballspiel. An keiner Stelle macht das hier den Zuschauern Spaß. Aber jetzt haben wir hier die Chance, in der 47. Minute das 2-0 zu machen. Jan-Marc Schneider läuft an. Linke Ecke. Schickt den Torwart in die falsche und steht hier 2-0 für uns. Und wir können erstmal ein bisschen durchatmen. Vor allem, weil wir echt nicht gut spielen. Aber völlig egal. Völlig egal. Es geht hier nur um Punkte. Es geht nicht um Schönheitspunkte. Nicht um die B-Note oder irgendwas. Ja, weiter so, Jungs. Komm, passt schon. Passt schon. Freiburg spielt hier halt in einem 4-2-3-1. Also wir könnten überlegen, ob wir jetzt in der zweiten Halbzeit vielleicht auf noch einen Sechser gehen. Vielleicht einen Achter bringen für Faklam oder sowas, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal einfach so weiter. Im nächsten Spiel schauen wir uns dann mal den Gegner etwas genauer an. Und gucken, was wir da vielleicht machen können. Ob wir den Gegner taktisch ausmanövrieren können oder sowas. Schauen wir mal. Freistoß für Freiburg. Ambros. Ja, Ball prallt von der Mauer ab. Sehr schön. Ecke Jan-Marc Schneider, 63. Minute. Schneider. Faklam! Latte! Oh! Elfmeter! Es gibt schon wieder Elfmeter. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung, aber Jan-Marc Schneider hat die Chance auf einen Doppelpack. 63. Minute. Schneider läuft an, schießt und trifft. Wieder linke Ecke. Opoff hat wieder keine Chance. Wir führen hier 3-0 in Freiburg. Und das ist schon mal ein ziemliches Statement. Und, und vor allem für die Moral im Kader ist das richtig gut. Für die Moral im Kader, für die Fans, für das ganze Umfeld. Vielleicht
gibt das nochmal so ein bisschen Hoffnung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass beim VfB die Hoffnung so langsam ein wenig schwindet, so aus der Entfernung. Aber durch so ein Ergebnis kann man da doch wieder ein kleines Feuer entfachen, hoffentlich. Lass uns mal ein bisschen durchtauschen. Ich nehme Schneider runter, bringe Faruna Pulido, Akono kommt mal vorne für Faklam. Ich wechsle jetzt einmal mal dreifach und bringe noch Tommy Gruppe für Yannick Löden. Damit haben wir unsere Wechsel gemacht. Viertelstunde ist hier noch zu spielen. Aber ich denke mal, dass hier nicht mehr so viel passieren wird, was das... ja, was den Ausgang dieses Spiels angeht. Und vielleicht mal Freiburg hier nochmal einen Anschluss über Johansson, Braun, Schumacher, Rüdlin, Besio. Oh, schön gespielt von Besio auf Jihan. Und da fällt tatsächlich nochmal das 1-3. Wir spielen hier also leider nicht zu 0. Lee Jihan. Ja, es ist abseits. Tor zählt nicht. Also spielen wir vielleicht doch zu 0. 90. Minute, nochmal ein Freistoß für uns. Faruna Pulido! Was für ein Ding! Okay! Alles klar. Was ein Freistoß, Junge. Das war der Wahnsinn. Irgendwie aus 25 Metern in den Winkel. Absolut geil. 4-0. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wir gewinnen dieses Spielchen mit 4,46 XG. Natürlich mit 2 Elfmetern. Aber dann noch sehr überzeugend am Ende des Tages gegen SC Freiburg 2. Das nehmen wir komplett mit. Gut gemacht, Männer. Schöner Sieg für uns. Weiter geht's. Okay, das Problem ist nur, die anderen haben auch gewonnen. Das ist sogar ein richtiges Problem. Wir sind weiterhin 7 Punkte hinter unseren Konkurrenten im Abstiegskampf. Selbst Duisburg hat gewonnen. Boah. Also Bielefeld schlägt die zweite von Dortmund auswärts. Halle gewinnt auswärts gegen Preußen Münster. Und damit sind wir weiterhin 7 Punkte hinter den anderen. Wir haben noch 9 Spiele, 7 Punkte. Das ist richtig, richtig, richtig viel. Also stell mal vor, wir verlieren hier dieses Spiel gegen die zweite von Freiburg. Dann war es das, glaube ich, schon. Ne? Dann wären es 10 Punkte in 9 Spielen und die holst du halt nicht mehr. Ja, so haben wir weiterhin die Chance. Es war sehr, sehr, sehr wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, ich bin gespannt. Also wen haben wir jetzt als nächstes? Wir haben jetzt als nächstes Regensburg, okay. Das wird dann doch etwas komplizierter. Ich habe schon mal ein Scouting geschickt, um mir Regensburg ein wenig anzuschauen. Gucken wir mal. Und da haben wir direkt den nächsten Verletzten. Florian Egerer bricht sich einfach den Knöchel. Also der VfB ist auch echt ein bisschen verflucht, ne? Es ist jetzt nicht so, dass Egerer Stamm gespielt hätte, aber das ist halt ein richtig guter Drittligaspieler, ein richtig guter Sechser eigentlich. Unfassbar. Ben Hirsching hat sich verletzt. Hüftverletzung 5 bis 6 Monate. Wundervoll. Okay, wir treffen auf Regensburg. Regensburg ist Favorit, aber kein so hoher Favorit, wie man denken würde. Vielleicht hat das 4-0 den Buchmachern ja ein wenig imponiert. Lass uns mal den nächsten Gegner angucken. Das hier ist der SSV Jahn Regensburg. Regensburg spielt Ballbesitzfußball. Okay. Spielen Ballbesitzfußball, hohes Pressing. Können wir vielleicht ist unsere Herangehensweise da gar nicht so wirklich schlecht. Hereingaben auf den langen Pfosten mit Schnitt zum Tor. Okay. Die verteidigenden Raumdeckung. Das ist, da geht es nur um Standards. Das hier war das letzte Spiel. Also das hier ist die erwartete Taktik, in der Regensburg auflaufen wird. In einem 4-4-2. Also können wir da vielleicht überlegen, ob wir noch einen Mittelfeldspieler dazu nehmen. Wenn die Ballbesitzfußball spielen in einem 4-4-2, dann wäre es vielleicht ganz gut, einen Sechser mehr zu haben, um hier den Raum zu machen. Ich denke mal, dass Hut sich fallen lassen wird, um mit ins Kombinationsspiel einzugreifen. Also wäre es hier vielleicht ganz gut, wenn wir dann, ja, zum Beispiel Florian Egerer hätten, der dann auf der 6 spielen könnte. Haben wir aber nicht, weil Florian Egerer sich den Knöchel gebrochen hat. Ja, geil. Okay, dann lass uns gegen Regensburg vielleicht mal ein bisschen höher pressen und auch weiter aufrücken. Ich glaube, das hatte ich im letzten Spiel zwar auch schon drin, aber jetzt stelle ich die Defensivlinie nochmal ein bisschen höher, damit wir die nicht ins Kombinationsspiel kommen lassen. Das kann es natürlich anfälliger machen für lange Bälle, aber ich hoffe mal, dass das eh nicht deren Matchplan ist, mit langen Bällen zu agieren und dass sie nicht darauf reagieren, was ich mache. Sehen wir mal, ob das funktioniert. Gegenpressing spielen wir weiterhin und auch Konter auf jeden Fall, wenn die Ballbesitzspiel spielen. Vielleicht sollten wir sogar versuchen, den Ball lang zu schlagen, um schnell ins Umschaltspiel zu kommen, aber ich weiß nicht, ob das dann nicht eventuell ein bisschen zu sehr Holzhammer ist. Wir gehen auf jeden Fall zu Hause auch mal mehr in die Zweikämpfe, um die Zuschauer noch mal ein bisschen mehr mitzunehmen, unter anderem. Ja, ich glaube, so machen wir es mal. Faruna Pulido stellen wir dafür mal auf die 10, den hätte ich eh ganz gerne mit dabei, ist ein ganz guter Kicker. Gutes Dribbling zum Beispiel und auch ein bisschen Flair. Mirko Boland und Tafazova machen die Doppel-6. Boland können wir dann gerne auf Unterstützen stellen, dass er ein bisschen mutiger unterwegs ist, sich nicht nur hier in diesem Raum aufhält, sondern auch mal ein bisschen mit nach vorne geht. Das hätte ich doch
ganz gerne, dass dann Taffertshofer hinten bleibt. Reddemann lasse ich auch verteidigen. Normalerweise hätte ich hier einen Flügelverteidiger gespielt. Aber ich glaube nicht, dass Sören Reddemann der richtige Mann ist, um Flügelverteidiger zu spielen. No front. Wenn Sternberg dann wieder zurück ist, der in der Realität dann im übernächsten Spiel wieder da ist, dann werde ich das nur machen. Aber jetzt erstmal bleiben wir hier genau bei dieser Taktik mit Bedemé im Sturm, Schneider, Faruna, Polido, Velasco, Taffertshofer, Boland, Reddemann, Kastenhofer, Löwen und Sommer. Jetzt schauen wir mal, ob die tatsächlich 4-4-2 spielen. Das machen sie. Die werden auf rechts mit einem relativ offensiven Flügelverteidiger spielen, mit Benedikt Salah. Das ist auch ein guter Spieler, aber da haben wir jetzt Reddemann, der die Flanke dazu macht, hoffentlich. Ja, vielleicht sollten wir Jan-Marc Schneider dann tatsächlich als Flügelspieler spielen lassen, wenn Reddemann so hinten bleibt. Dann macht es vielleicht Sinn, den so spielen zu lassen. Wir könnten dann eventuell Probleme mit der Strafraumbesetzung bekommen, deswegen lasse ich Faruna Polido nochmal auf Angreifen spielen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so offensiv. Wir gehen mal rein ins Spiel, schauen uns an, wie wir es gegen den Tabellenzweiten hinkriegen. Also wir sollten hier eigentlich ganz gerne einen Punkt holen. Zumal man sich auch nicht darauf verlassen kann, dass die anderen Vereine, die da unten mit uns drinstehen, verlieren. Also jedes Spiel, das wir verlieren, ist im Zweifel richtig belastend, weil wir den Anschluss verlieren. Also wir haben den Anschluss ja im Grunde schon verloren, aber wenn wir jetzt nochmal verlieren und Bielefeld und Halle nochmal gewinnen sollten, dann war es das quasi schon. Dann können wir uns den Rest der Serie fast schon sparen. Was interessant ist, in den ersten 15 Minuten haben wir 70% Ballbesitz. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und mehr Abschlüsse als Regensburg. Auch das ist interessant. 4 Abschlüsse haben wir schon mal. Und jetzt die erste Ecke von Mirko Boland auf den kurzen Pfosten, auf Yannick Löwen, hoffentlich. Reddemann. Bellemé. Oh. Schießt den Ball übers Tor. Geht sehr gut los. 25 Minuten gespielt von Regensburg. Kommt hier bisher noch überhaupt nichts. Wir haben 7 Abschlüsse. Regensburg bisher noch gar keinen. Jetzt das erste Mal, dass wir die am Ball sehen. Mit Kota über links. Aber Velasco ist da. Holt sich den Ball sehr gut. Sehr aggressiv. Genauso will ich das sehen. Wir lassen die hier scheinbar nicht in ihren Ballbesitzfußball kommen. Was auf jeden Fall extrem wichtig ist. Reddemann jetzt auf Jan-Marc Schneider. Schneider geht über links. Mirko Boland hat da eine Idee. Der hat eine Idee, spielt einen richtig guten Ball auf Bellemé. Kommt nicht an, zweiter Ball ist wieder bei uns. Boland auf Schneider, wieder Boland, der hier alles macht. Rechts wäre Platz. Eisenhut ist aber da, nimmt ihm den Ball ab. Kota, Taffertshofer ist dazwischen mit einer guten Grätsche. Wir sind so aggressiv, das ist gut, Mann. Das ist gut, Polido, Bellemé. Abschluss. Und am langen Pfosten vorbei. Oh, das sieht richtig gut aus und ich hoffe, die Lohmühle brennt. Faruna Polido zurück auf Reddemann. Sören Reddemann, oh, Fabers da, nimmt ihm den Ball weg. Aber Leon Sommer, guckt euch das an, ey. Guckt euch das an. Velasco, Velasco! Jetzt müssen wir nur noch mal einen machen. Ey, 9 Schüsse haben wir jetzt schon. 10 Schüsse haben wir abgegeben. 71% Ballbesitz. Einfach auch einfach mal einen reinmachen. Kota. Auf Feed. Oh, ich weiß, was passieren wird. Löwen, starke Grätsche. Feed. Bräuning legt ihn zurück auf Kota. Kota mit rechts. Hut ist da. 1-0 Regensburg. Ich habe ja gesagt, ich weiß, was passieren wird, weil ich es auch wirklich wusste. Es ist immer das Gleiche, Alter. Du spielst dich hier an die Wand. Aber das ist halt Abstiegskampf, ne? Du spielst die an die Wand. Oh, Duisburg führt. Und dann passiert halt das. Am langen Pfosten passen wir nicht auf. Sommer hat 2, orientiert sich hier zu Graf. Müsste auf Hut aufpassen, macht er leider nicht. Bist einmal unkonzentriert und dann ist der Gegner halt da, der halt auch gut in Form ist. Macht das 1-0. Und wir gehen in die Halbzeit und wissen selbst nicht, was hier gerade passiert ist. Unfassbar. Unfassbar. Ihr habt bislang Pech gehabt. Muss man wirklich sagen. Ansonsten machen wir einfach genauso weiter, weil der Matchplan funktioniert ja. Jetzt müssen wir nur noch die Früchte dessen ernten, was wir hier das ganze Spiel lang schon richtig machen. Ich hoffe, dass wir die zweite Halbzeit genauso aggressiv wie Sören Reddemann das gerade macht, angehen können. Um Regensburg dann hier vielleicht doch nochmal einen Punkt zu holen oder zu klauen. Und am besten auch alle Punkte zu klauen. 55 Minuten sind mittlerweile durch. Ist nichts weiter passiert hier in der zweiten Halbzeit. Leon Sommer auf Velasco, der den Ball annimmt, erstmal zurückgeht, auf Yannick Löwen spielt. Löwen auf Kastenhofer. Und Mirko Boland hätte wieder Platz. Reddemann. Und da ist Mirko Boland. Boland geht ein Stück, überlegt, guckt, sieht Polido. Gut auf Bellemé gespielt. Taffertshofer. Ulrich Taffertshofer! Ausgleich, 56. Come on! Wichtiges Tor. Wichtiges Tor, ey. Ulrich Taffertshofer. Geiler Jubel auch. Was auch immer das war. Mirko Boland macht das wieder richtig gut. Schöner Pass auf Faruna Polido, sieht er die Lücke. Und das ist dann halt einfach richtig geil gespielt. Bellemé legt ab auf Taffertshofer, wird nicht aggressiv genug angegangen.
Weidling hat keine Chance. Das Ding schlägt ein und wir führen nicht. Es steht 1-1. Aber das ist erstmal okay. Das ist erstmal okay. Zumal Arminia Bielefeld hinten zu liegen scheint. Wir machen einfach mal genauso weiter. 20 Minuten sind jetzt noch zu spielen. Ich müsste eigentlich wechseln. Und ich wechsle jetzt auch mal. Ich nehme mal Jan-Marc Schneider runter, bringe dafür Cyril Akono, der mal auf links außen spielt. Inverse Außenstürmer auf Angreifen. Dann lösen wir den Flügelspieler doch mal auf. Außerdem kein gutes Spiel macht Pulido und Velasco. Die beiden lasse ich aber drauf. Boland hat halt eine gelbe Karte, ne? Ist aber der beste Mann auf dem Platz, deswegen lassen wir den mal weiterspielen. Wir könnten Marvin Thiel bringen, aber der ist leider nicht so gut. Auch da lasse ich dann lieber Redemann weiterspielen. Ich glaube, ich belasse es erstmal bei dem einen Wechsel. Wir haben ja jetzt hier noch 20 Minuten zu spielen. Diawusi kommt. Und Tor für Regensburg. Also, und es ist wieder Leon Sommer, ne? Der am zweiten Pfosten nicht aufpasst. Hier. Was macht er denn da? Wieso geht... War vorher der Keeper noch dran, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber es steht 2-1 für Regensburg. Und keiner weiß warum. So, dann bleibt mir nicht viel anderes, als offensiv zu wechseln. Ich glaube, ich bringe auch mal Daube auf rechts. Ich habe Thiel gebracht, Flügelverteidiger auf Angreifen, obwohl er das nicht wirklich kann. Daube auf rechts macht das Gleiche, nur auf Unterstützen. Bilimi, Faklam gemeinsam im Sturm. Faklam als Zielspieler. Wir haben Herzog, der als ballerobender Mittelfeldspieler ein bisschen offensiver spielen wird als unser Torschütze Taffertshofer. Ja, und dann haben wir jetzt noch genau 11 Minuten Zeit, um hier irgendwie noch was zu holen. Schauen wir mal. 83. Minute mittlerweile. Langer Ball hinten raus von Regensburg. Kastenhofer ist da, fängt ihn ab. Faklam rechts raus auf Robin Velasco, der ein bisschen Platz vor sich hat. Velasco geht in den Strafraum. Im Zentrum warten sie. Hein ist da, klärt erstmal. Velasco, nächste Chance. Herzog! Herzog! Leider ein ganzes Stück vorbei. 3 Minuten noch zu spielen. Ich glaube, das wird hier nichts. 5 Minuten Nachspielzeit. Das wird wahrscheinlich die letzte Szene sein. Hier nochmal ein Einwurf für Regensburg. Benedikt Salla zurück auf Ziegele. Wieder Salla. Bulic, Ziegele. Langer Ball auf Diawusi. Diawusi 3-1. Unglaublich. Unglaublich, dass du dieses Spiel hier zu Hause mit 3-1 verlierst. Ich fass es nicht. Das ist echt verdammt hart. Weil wir hier wirklich über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Akono. 2-3. Jetzt machen wir das Tor, oder was? Jetzt machen wir das Tor. Ich kann nur mich mit dem Kopf schütteln über das, was hier passiert ist. Jetzt haben wir vielleicht noch mal ein paar Sekunden Zeit, eventuell, um mal alles nach vorne zu werfen. Das mache ich ja eh schon. Komm schon, irgendwie noch mal den Ball holen. Hottmann. Ecke Regensburg. Ich denke, das wird's gewesen sein. Diawusi bringt ihn rein. Und wartet natürlich Ewigkeiten, spielt hier auf Zeit, wird hoffentlich mit Bierbechern beworfen. Das befürworte ich natürlich nicht, ist ja klar. Ja, wir verlieren hier mit 3-2. 18-4 Schüsse, Leute. 18-4 Schüsse. 67% Ballbesitz. 2-3. Ja, dumm gelaufen, also Pech gehabt. Einfach Pech gehabt. Zweimal unaufmerksam gewesen hinten und dann machst du vorne die Dinger nicht. Und es wäre hier so einfach gewesen, was mitzunehmen. Es wäre so einfach gewesen, aber du verlierst das Spiel mit 2-3 gegen Regensburg. Jetzt fahren wir nach Köln, dann Verl, Unterhaching, Dortmund, Bielefeld. Naja, okay. Wisst ihr was? Die Folge wird so schon relativ lang, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir machen in der nächsten Folge dann die nächsten 3 Spiele. Vielleicht werden es doch 4 Folgen hier vom Saisonende. Schauen wir mal. Aber jedenfalls, wir haben, wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist die Hoffnung noch nicht weg. Also Bielefeld hat verloren, zum Glück. Gegen wen? Gegen Waldhof haben die 3-0 verloren, schon gestern. Und wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wären es halt nur noch 4 Punkte gewesen. Aber wäre Fahrradkette, Waldhof Mannheim und Duisburg, die sind jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen vorgezogen. Waldhof hat, logisch, gegen Bielefeld gewonnen. Und Duisburg hat gegen Saarbrücken gewonnen. Na, der Abstand zu den Plätzen 17 und 18 wird größer. Das wird interessant hier, Leute. Das wird interessant. Bis zur nächsten Folge. Florian Kirschke holt sich erstmal eine Lebensmittelvergiftung. Perfekt, vielleicht müssen wir mal den Koch feuern.